Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Geogesser. Wir gehen in eine neue Runde. Let's explore the world. Wir sind immer noch Alex und Jakob. Richtig. Wenn ihr die erste Folge gesehen habt, ihr seid jetzt schon unsere Fans. Ganz genau. Ihr wisst die Regeln. Wenn ihr die Regeln nicht wisst, schaut erstmal sowieso die erste Folge. Sie ist großartig, sie ist klasse. Sie ist die beste Folge, die wahrscheinlich jemals rauskommen wird. Aber nochmal Kurzfassung. Ihr werdet irgendwo in einer Welt abgesetzt und müsst gucken, wo ihr seid. Absolut. Das war gerade übrigens eine Lüge. Das wird die beste Folge, die ihr je sehen würdet. Wir sind in Australien. Nein. Die Fahrbahnmarkierungen sind komisch, aber es ist Linksverkehr. Es ist Linksverkehr, ja. Es könnte Australien sein. Wie ärgerlich. Ich weiß immer nicht so richtig, wie da die Fahrbahnmarkierungen so sind. Wir fahren rückwärts. Quasi. Also quasi fahren wir Moment, rückwärts. Moment, Moment. Fährt man in Australien rückwärts? Theoretisch. Also hat man da auch fünf Gänge dann für rückwärts? Ja, fünf Gänge für rückwärts und einen Vorwärtsgang. Okay. Dann, ich muss eben einen Vorwärtsgang machen. Ja. Hätte was. Komm ich da hin? Ich glaube. Ja, nee, also. Es sieht richtig. Guck mal, das ist ein Känguru. Es sieht ziemlich einödig aus. Das ist ein Känguru? Ja, das ist ein Känguru. Achso, die habe ich mir mal anders vorgestellt, aber. Es ist Australien, es ist genau hier. So. Boah, nein, ist es nicht. Guck dir das an. Da, wo du hingeklickt hast, ist reine Wüste. Ich glaube, wir kommen hier nicht weit. Oh, die Straße hat sich verändert. Sie ist. Streifig. Streifig geworden. Oh, hier stand was auf der Straße. Wow! Sind wir an einen Tatort gekommen? What the fuck? aber Moment, das sind aber keine Menschen. Das sind Affen oder so. Oder irgendwie andere Tiere, oder? Ja, irgendwie sowas. Was aber soll das denn sein? Ich glaube, die haben auch ziemlich verbogene und gebrochene Beine. Vielleicht ist es aber auch nur eine Warnung davor, dass hier Kinder spielen können. Das ist doch mal eine tolle Warnung. Ja, und auch hier, also die reichlich vielen Häuser, die hier rumstehen, da ist klar, dass da ganz viele Kinder dann rausquillen und auf der Straße spielen wollen. Von wegen, wenn ihr nicht aufpasst, dann wird es irgendwann vielleicht so aussehen. Mhm. Hier ist eine Oase. wenn du es so nennen möchtest, ich würde jetzt Wasserloch sagen, aber... Ich glaube, wir kommen nicht weit, Jakob. Ich sage... Ein Schild? Ja. Truck Parking Area. Okay, das ist in jedem Fall Australien. Ja. Ich sage allerdings, es ist eine andere Region als die du da hast. Cool Vine Dank Lawn Lauren. Also wenn ich eins in meinen zahllosen Runden Geogesser gelernt habe, dann, dass man mit Straßennamen normalerweise nicht so weit kommt. Es sei denn, man ist in einer Stadt, wo man ja weiß, welche Stadt es ist. Ja, wow, da sind mehrere Google-Mobile. Guck dir das an. Nee. Die fahren da zu zweit durch. Oder aber... Warum tun sie das? Oder es hat mal wieder einen Riss im Raumzeitkontinuum gegeben. Das kann sein. Ja. Ja, absolut. Hier ist wieder ein Schild. Boah, da sind sie aber echt auf Nummer sicher gegangen. Ja gut. Ich glaub, ist das Googles Art, ein Selfie zu machen? Ha! Ja, absolut. Ich glaube, wir kommen nicht weit. Was sagen wir? Northern Territory hier oben? Ja. Hier ist ein bisschen... Gekommen. Ja, nee, wobei da wird es schon wieder tropischer. Ach, Mann. Dann ist es hier. Ja, vielleicht da. Es war Northern Territory? Nein, oh, also es ist weiter. Ja, es war weiter südlich, ja. Ja, okay. Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht. Aber richtiges Land, 2.180 Punkte. War jetzt auch nicht schwer. Aber 1.300 Kilometer daneben. Gut, nächste Runde. So, Runde 2. Das sieht schon entschieden amerikanischer aus. Ja, absolut. Das ist Amerika, würde ich sagen. Ja. Dead End. Douglas, irgendwas, die grünen Schilder. Wow. Wir sind in einer Zeit gereist gerade. Ja, und zwar in eine Zeit, wo die Auflösung. Ja. Also, wow. Es ist Texas. Ist das nicht die texanische Flagge? Das ist Texas, ja, vollkommen richtig. Wow, gut, Alex. Ja, guck an, ich kann auch was wissen hier. Moment, aber also es ist ja dann schon eine Ecke in Texas, wo es offenbar dann auch mal etwas kühler wird im Winter, weil das sieht jetzt relativ frostig aus. Sind wir hier oben in der. Hier. Ja, ist möglich. Könnte sein. Ja. Oh, da ist eine Stadt. Da ist eine Stadt. Das ist entweder Houston oder San Antonio oder Dallas. Oklahoma City. Oder Oklahoma City ist aber nicht in Texas. Achso, ja, aber vielleicht sieht man Oklahoma City von Texas aus. Das ist vielleicht Amarillo. Oder Lincoln oder Fort Worth oder Dallas. Vielleicht. Nee, Dallas ist es nicht. Dallas ist viel größer, das weiß ich. Ja, ich glaube auch. Vor allem hätten wir dann auch schon Dirk Nowitzki gesehen. So, sollen wir da jetzt hin? Ah. Ja. Ja, gut. Ja. 2 von 10. Ja, macht nichts. Gut.
Also ich würde schon sagen, ja, also wir könnten da schon gar nicht mal so schlecht sein mit unserem Tipp. Das war einfach mal die Stadt fahren. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das so die... Für denjenigen, der gerade noch einen Beweis gebraucht hat, da hingen Stars and Stripes. Also, gut, ich will jetzt unbedingt hin in die Stadt. Oh, das kann aber dauern, ne? Ja, guckt es euch einfach an. Oh, ein Harley-Davidson-Shop. Oh, ja. Bezeichnend, dass da keine Harley-Davidson steht. Ja, das ist komisch, ne? Harley-Davidson-Cycles, toll, wow. Ja, alle wollen, und da steht da ein Pickup-Truck. Alle wollen einen kaufen und es gibt keine. Ja, vielleicht sind sie einfach vergriffen. Das kann sein, ja, alle wollen den Harley, ne? In wo war? Amarillo? Ich weiß nicht, also eigentlich müsste irgendwo eine Stadt... One call does it all. Ja. Die Amerikaner haben es mit Slogans, habe ich das Gefühl. Ey, das ist, ja. Mein Gott. Better call Tate. Ganz genau. Mm. Beer. Einfach. Einfach Beer. Ja, manchmal, ne? Loose Beer. Die Botschaften müssen manchmal gar nicht so subtil sein. Manchmal tut es auch so der Holzhammer. Warum fährt dieses schwarze Auto da eigentlich dauerhaft auf der linken Straßenseite? Assi. Oh, gerade gewechselt. Ach nee. Ah, es ist verschwunden. Wir sind wieder in der Zeit gereist. Also, wie oft das passiert, das ist unglaublich. Gut, sagen wir einfach, es ist Amarillo. Ja, ich schließe mich an. Oh, Moment. Da ist auch ein Hunger. Es ist Amarillo. Ja, es ist zweifellos. Moment. Moment, guck mal auf den Kompass. Kompass. Ja, das heißt, wir sind Norden. Südlich von, also so süd... westlich. Moment. Wir sind südwestlich. Hinter uns ist jetzt gerade Amarillo. Ja, hinter uns. Das heißt... Südwestlich von Amarillo sind wir. Also... Das ist südöstlich. Wir sind in... Wir sind in Dawn. Dawn? Ja. Okay, ja. Hat man ja gesehen, die Sonne geht gerade auf. Dauert auf 15 Meter. Es war ein bisschen tiefer. Ja, trotzdem. Also ich bin schon immer sehr froh, wenn man nicht ganze Kontinente auf dieser Karte sieht, wo das Resultat gezeigt wird. Denk mal, wir waren in Big Spring. Hey, Moment. Und die Großstadt war... Lübeck? Was? Wie heißt die Stadt da oben? Lübeck. Ja, es ist fast Lübeck. Aber wo war die große Stadt dann? Die große Stadt ist das da gewesen. Big Spring? Aber weil da war ja der Startpunkt. Das ist ja ganz schön lahm. Ja, nee, das ist. Die große Stadt war was anderes. Die große Stadt ist eine Lüge. Colorado City oder Midland? Odessa. Ach so. Midland oder Odessa wahrscheinlich, ne? Ja, wie dem auch immer sei. Genau, das. Ja, machen wir weiter. Ja. Okay, das. So, Abridgepol. Ah, nee. Was? Hier, Zoom mal rein, ich sehe nichts. Das ist, russisch. Ja. Kyrillische. Ja, die Autos sehen jetzt auch, also zumindest manche davon. Oh, sagen, wo geht's da hin? Oh, nach. Manches kann man ja vielleicht ahnen. Ich ahne gar nichts, ey. Ich weiß nicht, neulich habe ich mal Krasnojarsk erraten. K-A-Hüb. Also 105 Kilometer, das heißt, es ist eine relativ große. Ah, oh! Nein! Es ist das. Ach du Scheiße! Ach, es ist Kasan, okay. Also das ist erstmal schon das ist sehr random. Aber ja, Entschuldigung, also ja, im größten Land der Erde, da kann man... ja, Kompass? Also 105 Kilometer... Wo? Also geradeaus wäre Südwesten. Ich bin so schlecht im Kompass. Das heißt, wir sind im Nordosten von Kasan. Da auf dieser gelben Straße da. Wahrscheinlich hier dann irgendwo. 100 Kilometer, ne? Wie viel könnte das so sein? 100 Kilometer, haben wir irgendwie einen Maßstab? Wir haben keinen Maßstab da drin, ne? Wir haben keinen Maßstab, aber ich glaube, das ist relativ wenig. Ich glaube, du kannst wieder weiter reinzoomen, genau. Ich glaube, wir sind dann... Ach so, die anderen Orte können wir dann ja auch. In nur 4 Kilometer Entfernung ist nämlich Gatstan. Aber ich glaube, das ist relativ... Da ist es. Ha! Ja, ich bin gerade nicht zu fassen. Ich bin gerade wirklich gut. Moment, das... Ja, dann sind wir wahrscheinlich irgendwo erstmal hier. Ja, also dafür, dass wir überhaupt nicht verstehen, was da so steht, ist wirklich nicht schlecht. Ja. Ja, dann hätte genauso gut irgendwie ein gelber Hund drauf gezeichnet sein können. Ganz genau. Du hättest es wahrscheinlich trotzdem gefunden. Ah, ich finde alles, immer. Ne? Sollen wir einfach mal da hinfahren und gucken? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind auf dieser gelben Straße. Ja. Das, also, ne? Ach, weißt du, ich glaube, Moment, 4 Kilometer nach da, dann ist es wahrscheinlich dann einfach hier. Ja. Ja.
Die Bushaltestelle. Die ist wahrscheinlich auch irgendwie. So, ja, sagen wir hier. Es kann nicht weit weg sein. Genau. Und es waren doch 65 Kilometer. Wie? Hast du dich verlesen? Ich habe jetzt nicht gegengecheckt, aber... Oh. Denn? Ah, nee, guck hier. Balalambam. Und das ist auch ein Balalambam. Baikal und... Baikal? Baltasi und... Baltasi? Brilu. Okay, ja. Okay, wie man sieht, kyrillische Schrift ist nicht so meins. Aber wurscht, also es sind nur 65 Kilometer im größten Land der Erde, also insofern... In Russland könnte es deutlich schlimmer, wenn man da rauszoomt, kann man sehen, wir sind echt nah dran. Ja, obwohl das natürlich eine Mercator-Abbildung ist, also ne, um jetzt mal was über Kartografie hier... Ja. Ja, es ist eigentlich der beschissenste Weg, um darzustellen... wie die Erde aussieht. Danke Google, dass du es als raumfähig gemacht hast, dass Grönland größer ist als Afrika. wurscht. Also ich würde vorschlagen, gehen wir doch vielleicht mal auf die nächste Karte. Ja, würde ich auch sagen. So. Aufnahme. Habe ich. Ach so. Wir nehmen schon auf. Wir nehmen auf. Okay, wir nehmen auf. Wir sind in Solbakken. Nein. Ich schätze mal, die Familie, die dort wohnt, heißt Solbakken. Ich tippe auf Finnland. Ja. Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Es ist am See. Vielleicht ist Familie Solbakken da ja auch bei Google eingezeichnet. Am See ist auch der beste Tipp, den man in Finnland geben kann. Ja, ja, also. Am finnischen See. Kennst du den finnischen See nicht? Das ist der hier. Du im finnischen See ja. Jetzt. Ja, was machen wir jetzt? Es ist ein bisschen bergiger. Das heißt? Was heißt das? Ja, das Relief kommt jetzt leider immer nicht so gut raus bei Google Maps, aber... Da ist irgendwas... Da lagen große Marshmallows in der Stadt. An der Straße, meine ich. Was ist das? Das können wir gleich vielleicht noch in der Zeitlupe sehen. Die Zeitlupe in GeoGuessr. So, weil es ja so viele bewegte Bilder hier gibt. Oh, hä? What? Was denn? Die Fahne dort. Da oben. Das ist Norwegen. Okay, es ist nicht Finnland. Das erklärt auch die Berge. Ja, Norwegen ist richtig. Das erklärt auch die Berge, weil ich glaube, in Norwegen gibt es davon mehr als in Finnland. Es gibt dafür weniger Seen in Norwegen. Ja, das ist richtig. Ja, dann also, finden wir es bestimmt. Vielleicht irgendwie hier. Gott, es gibt immer noch Millionen Seen. In Geilo. Ich glaube, wir sind in Geilo. So. Geilo. So, das... Wenn ich groß bin, ziehe ich nach Geilo. Ich glaube, wenn du groß bist, lachst du darüber nicht mehr, aber... Ja, so, Gut, ja, nee, also die Anhaltspunkte, die rennen uns jetzt nicht die Tür ein. Nee, leider nicht. Vielleicht sind wir wirklich in Geilo. Offenbar halten die Norweger auch nichts von Wegweisern in andere Städte oder so. Nee, natürlich nicht. Auf jeden Fall könntest du aufhören, immer zwischen dem Ortsrand und dem einen Haus dort hin und her zu hüpfen. Ich finde das Haus so toll. Ja, mach ja sein, aber... Was ist denn hier? Briefkasten. Ja, gibt es in Norwegen genauso wie hier. Gut, ich finde das eigentlich ganz, ganz malerisch da, muss ich sagen. Also, so viel wieder zu Urlaub in den eigenen vier Wänden. Auf jeden Fall, ja. Also ich fühle mich auch mal recht erholt hinterher. Ach schön, ach schön. Das ist kein Fjord jedenfalls, es ist tatsächlich ein See. Gut, dann sagen wir, wir sind ja in Geilo. Wir sind in Geilo. Ja, Geilo ist, also das war Geilo Downtown. Es könnte auch hinkommen, guck mal. Ja. Boah, wenn das jetzt hinkommt, Junge. Es war, oh, aua, ah, das tut weh. Ja, das schon. Das sind wir fast am Nordkap. Wir sind in Alta, nicht in Geilo. Ja. Ja, fast. Alter, ja, das ist scheiße. Wie die Maus sei. Ja, da ist mir da Russe Luft. Was? Nee, nächste Runde. Ja, das war ein ziemlicher Fail. Van Fleet Transport. Es ist hier in Niederlande. Das ist auch schon eingegrenzt. Das mag nicht. So weit weg kann es nicht mehr sein. Also abgesehen davon, dass Autos natürlich mobil sind, aber... Wow, was steht da? Glück. Wo ist Leuk? Leuk. Leuk. Hasselt und Hamm. Wo könnte Leuk sein? Also wo Hamm ist, weiß ich, aber... Ja,
Leuk. Bei Leuk. Zwolle oder doch bei Groningen? Ich meine, es ist 76 Kilometer. Oh, Moment. Schade, da wird nicht irgendwie angezeigt, wie die Straße heißt. Es könnte relativ, also es könnte eine Großstadt sein. Es könnte eine, was? Nicht eine Großstadt, aber es... Hätte man doch wohl von gehört mal. Ja, hier nicht. Jetzt mal, um mit der vierten Wand mal zu brechen. Wir sind hier in Münster, das ist gar nicht mal so weit weg von Holland. Eben. Oder Niederlande, wie der Fachmann sagt. Oder die Fachfrau. Ja gut, wissen wir nicht. Ja, nee, nichts Genaues weiß man leider nicht. Schau ich, ja, wir sind hier irgendwie auf einer Art Autobahn oder Schnellstraße, sagen wir jetzt mal. Bei Regen. Bei Regen, Glättegefahr, ja. Gel-Ost. Ost. Gel-Ost. Weiß ich nicht. Ja, das ist, Gut, wissen wir nicht. Wir sind auf einer Schnellstraße in Niederlande. Das könnte jede Schnellstraße in Niederlande sein. Prinzipiell schon, es sei denn, sie ist nicht bei Leuk, oder wie das hieß. Leuk. 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 Gleich auf Leuk. Das Epe. Leuk, Amsterdam. Leiden. Nijmegen. Leiden. Lisse. Utrecht. Gouda. Da kommt der Gouda her übrigens, ne? Bisschen Fachwissen. Ja, Hätte man nicht gedacht. Ich dachte auch immer, der kommt aus Castrop-Rauxel. So, hier steht vielleicht noch was. Ja. Eine Raststätte. Tessenderlo. Da können wir auch nichts von wissen, glaube ich. Das. Boah, es. Würde es helfen, wenn man mal häufiger in Holland war? Warst du schon mal, also häufiger da? Oder? No, nicht häufiger. Auf einem Konzert in Amsterdam und in Enschede sonst. Ja. Aber. Nee, nicht so wirklich. Ja. Ich glaube, jeder Münsteraner war irgendwo, aber jeder, der hier aus der Gegend kommt, war mal in Holland. Na gut. Ist ja relativ nah dran. Ja, sicher. Also ich bin jetzt nur zweimal da gewesen. Wahnsinn. Trucks. Trailers. Trucks and Trailers. Ob uns das weiter hilft? Vorwahl? Kennst du dich mit Vorwahl in Neuseeland aus? Neuseeland, ne? Ja, ich wollte Neuseeland sagen, richtig. Ja, gut, ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass sie welche haben, also Vorwahlen. Ich weiß es, ja, ich glaube auch Nike. Es heißt Nike, es heißt auch Adobe, also wenn ihr Adobe sagt oder Nike, dann... Seid ihr bei uns gleich unten durch, also wenn ihr uns subscribed habt, dann könnt ihr uns eigentlich gleich wieder deabonnieren. Ja, bitte, ich bitte drum. So, was sagen wir jetzt? Wir sind in Amerika, okay? Was? Oh, geil. Ja. Hatte ich gar nicht gesehen. Gut, ich weiß, oder sollen wir die goldene mitnehmen? Ja, dann können wir gar nicht so weit weg sein. Ja, sagen wir hier und es ist... Ganz woanders. 93 Kilometer. Es war in Brüssel. Nicht in Brüssel, was? In Belgien. Nein! Ja, guck an. Ach, denn, wir haben uns von den gelben Nummernschildern da, und so in die Irre führen lassen. Und wo ist jetzt Leuk? 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 Ja, ganz nah da. Wenn du weiter reingehst. Geht eigentlich. Ah, wie? Es waren 76 Kilometer oder so. Was jetzt? Leuk. Leuk war 76 Kilometer entfernt. Ach so. Dann ist das vielleicht schon wieder in den Niederlanden. Das könnte tatsächlich auch sein, ja. Aber hier ist Tilburg. Scheiße, da unterhält man sich stundenlang über die Niederlande und dann ist es noch nicht mal in den Niederlanden. Ja, das ist halt nur. Ja, okay, die Leute, die uns deabonniert haben, ihr könnt uns wieder abonnieren und uns böse, heftige Kommentare schreiben. Ja, bitte. Und wir sind 17.875. Es war es besser als das erste Mal. Ich sag's euch, es ist die beste Runde. Entschieden. Ja, wir waren auch, glaube ich, immer im richtigen Land. Wir waren hier in Russland, wir waren hier in USA, Australien. Ja, gut, ich meine... Okay, Belgien gerade. Ja, genau. Ach, die sind ja so, ne? Ja. Die sind ja miteinander sehr brüderlich. Und Norwegen, gut, das ist jetzt eben auch schon recht weit auseinander gewesen. Aber was soll's. Ja. Oh. Sieht auch auf so einer Mercator-Karte übrigens sehr viel schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Das stimmt. Ja. Das muss man dazu auch sagen, ja. Ja, ja. Weil, also in Wirklichkeit ist Norwegen gar nicht so lang, wie es da ist. Ja, das ist richtig. Okay, genug klug geschissen. Grönland ist auch nicht so groß wie Afrika. Hab ich schon mal erwähnt, dass es mir irgendwie schwerfällt, da so einen Abschluss zu finden? Nee, hast du noch nie gesagt. Hast du noch nie gesagt, okay. Nee. Ja, wir sind raus. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, Folge 3. Tschüss.